Mal. Sehr gut, dann fangen wir mal los um 7 Uhr. Perfekt. Fucking Facts. Es ist 7 Uhr. Wir fahren los. Musst du tanken? Nee. Noch nicht. Jetzt haben wir wieder einen neuen Tag, einen wunderschönen Tag. In Tommys Leben, in eurem Leben. Genießt ihn. Also. Und meine Tochter hat hitzefrei heute. Ab 12 Uhr schon. Ei, ei, ei. Ich habe kein hitzefrei, ich muss weitermachen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Oder ich mache heute auch hitzefrei und passe auf die Kinder auf. Ne? Aber heute ist auch so der Kinderaufpasstag eigentlich. Heute ist Montag. Mal ist halt Spätschicht. Und einer muss auf die Kinder aufpassen. Mal gucken. Wir klären zu Hause. Guten Morgen, liebe Leute. So. Heute bin ich exakt 2 Stunden nur hier. Tja, jetzt von 9 bis 11. Danach ist nämlich in der Schule hitzefrei und ich muss meine Tochter abholen. Und das mache ich auch, weil was soll sie da jetzt in der Schule weiter sitzen, ohne zu lernen? Und das ist ja nun ja nicht. Also das geht nicht. Meine Frau ist nämlich arbeiten und danach passe ich auf die Kinder auf. Also habe ich heute den Kinderdienst an der Backe. Hat ja nicht verkehrt, das freue ich mich ja auch mal drüber. Also bin ich heute 2 Stunden da und in den 2 Stunden werde ich vorbereitet. Antriebswechselvorbereitung, also sieht wie folgt aus. Was gibt es denn hier noch? Irgendwas war noch? Antrieb, Hinterrad, Bremsbelag. Naja, Hinterrad, Bremsbelag machen wir denn. Antriebswechselvorbereitung, sieht wie folgt aus. Also, man nehme ein altes Rad mit einem alten Antrieb und kappe die Kette als erstes. Zumindest mache ich das jetzt so. Da haben wir den Kettencutter. Für Ketten ist er noch gut, für alles andere taugt er nicht mehr. Dann bauen wir das Hinterrad aus. Dann kommt die alte Kette raus, Kettenschutz ab. Jo, da ist er wieder. War ein langes Beratungsgespräch draußen. Jetzt zieht den diesen Kranz hier ab. Auf alle Fälle. Dazu setze ich die Kettenpeitsche an. Und dann den Abzieher. Und dann Maulschlüssel 24er. Ich gehe mal runter. Naja, das war auch nicht fest angezogen. Zieht das ab. Abziehen, weil runterziehen. Ne? Zack, weg. Haben wir. Jetzt hol ich nur den Kranz und baue den wieder an. Ja, die Kränze sind neuerdings hier mit so einer Montagehilfe. Mit so einem Plastikring. Da wollen wir die einfach nur aufsetzen, danach hier den Verschlussring zuschließen und dann kann man den Plastik abziehen. So verrutschen die nicht und man fummelt da nicht so dran rum. Schauen wir mal, wie das funktioniert hier in der Realität. So, ich schaue mir jetzt die lange Rille, nehme ich mir nach oben. In dem Fall diese breite Rille hier. Dann schaue ich, wo hier die breite Rille ist. Nehme die auch nach oben. Setze den Kranz auf. So, ja. Dann nehme ich das Werkzeug, Kassettenwerkzeug, schraube mit der Hand vor. Und schraube dann mit dem Maulschlüssel nach, sofern ich ihn noch finde. Hier. Schraube ich nach.
Das war fester. Da hat man mehr Schwierigkeiten beim Abmachen. Und danach löse ich hier einfach hier an diesen zwei Nippeln hier, die knicke ich nach oben, löse ich das einfach und das war's. Zahnkranz sitzt, fertig. Und jetzt hier ist Müll. Wieder mal was für die Welt. Wieder was für den Klimawandel getan. Jetzt beugt das wieder ein. Jetzt beugt das Hinterrad wieder ein. Wir haben ja noch keine Kette und so. So, beim Reinmachen sehe ich, dass das Hinterrad total vereiert ist. Wie kann denn das sein, ey? Scheiße. Man denkt mal, ist fertig. Mit einer Sache wenigstens, aber nee. Kommt der nächste Defekt zum Vorschein, ey. Furchtbar. So, die Kette habe ich aufgenietet, jetzt muss ich den Kettenschutz wieder anschrauben. Letzte Schraube, Kettenschutz und dann muss ich schon Feierabend machen, dann ist es vorbei für heute. Was Fahrräder betrifft zumindest, dann ist nur noch Family. Das tut mir leid für all meine Fahrradkunden, aber Familie ist auch wichtig. Zack. Und morgen kümmern wir uns darum. Das geht ja ja nicht. Ich wollte hier einen neuen Bremsbelag anschrauben bei so einem Laufrad. Damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Euer Tommy. Ah, jetzt geht da der private Teil. Also ich bin unterwegs, meine Tochter abzuholen. Zwecks hitzefrei. Mann, die hat's eigentlich ganz gut. Ey, das ist so geil. Ah, was habe ich mich früher auch gefreut an der Schule, wenn es mal hitzefrei gab. Wer kennt das nicht? Wer kann sich daran nicht erinnern und hat denkt glücklich an die Zeit zurück. Ja. Das waren immer schöne Tage. Und dann konnte man runtergehen zum Strand oder was weiß ich, also da wo ich herkomme zumindest, sind wir dann immer zum Strand, zum Kamerun oder was weiß ich und haben dann da uns vergnügt. Das war toll, hat schon Spaß gemacht. Hier in der Stadt ist es ein bisschen schwieriger. Da wüsste ich jetzt nicht, also wenn ich jetzt frei hätte, würde ich natürlich auch sie schnappen und zur, was weiß ich, irgendwie rausfahren oder so. Aber dadurch, dass man nicht frei hat, Du bist ja so richtig clever. So richtig clever. Entschuldigung. Jetzt wird sie noch irgendwie weggerammt. Geil. So richtig eine clevere Pflanze. Türkischer 500er. Wirklich, also wirklich. Lovely. Naja. Ja, aber sie möchte gern zu Karstadt immer gehen essen, wenn man sie früher abholt. Und das mache ich jetzt mit ihr, da gehe ich hin, da freut sie sich bestimmt. Ich habe mir den Tag jetzt sozusagen nicht wirklich frei gegönnt, aber eben so Zeit genommen für sie. Und für die anderen Kiddies natürlich auch dann später. Dann gehen wir in den Garten ein bisschen, werden da ein bisschen was machen. Mal schauen. Oh, alle am Tippeln. Ja, im Stau, zack, überall wird das Handy rausgenommen und getippelt und gemacht und getan. Wir wissen nicht, wann es weitergeht. Haben kein Verhältnis mehr für Abstand, Geschwindigkeit.
Auffahrunfälle, möchte nicht wissen, wie viele passieren, nur wegen Handy. Das ist unglaublich, wenn man jetzt so beobachtet hier. Kommt Feuerwehr von hinten. Guck mal, Arschkarte. Rettungsgasse freihalten, mal gucken, wie viele das machen. Die Absperrung ist noch da vorne. Ich habe vorhin geguckt, die Absperrung ist noch da. Die braucht aber lange. Naja, die dauert eine ganze Weile. Also bestimmt ein Jahr oder so. Aber ich finde es gut, dich holen zu. Ich finde es schön. Ich auch. Ja. Weil dann gehen wir manchmal zusammen schön essen. Ja. Willst du halt wieder zum Karstadt? Ja! Naja, was frage ich überhaupt? Bei Karstadt wurde ein bisschen umgebaut. Jetzt gibt es da so eine Spiele. Was für ein Scheiß. Wir können nicht immer was kaufen, weißt du? Dafür haben wir das Geld nicht. Wir können Mutti, ich muss das sehen. Ich weiß nicht, wie wir Geld haben. Ich muss wirklich sehen. Ich muss da ein bisschen gucken. Ich muss seine Schule muss noch bezahlen. Das kostet richtig viel. Und das muss ich sehen, wie ich das hinkriege. Wo war immer noch mal hin? Also, wir steigen aus.